Wie weit kommt man mit 0 Euro? Das wollte ich zusammen mit Noel. Ich bin Jürgen und ich werde gleich einen Jürgen würgen. Er ist TikToker, wollte eigentlich sagen. Und Adrian. Ich bin Adrian, ich mache auch YouTube und ich werde das heute gewinnen. Herausfinden und wir haben versucht, wer es in 2 Stunden am weitesten schafft. Die einzigen Regeln sind, man darf Geld verdienen, das 9-Euro-Ticket ist verboten, man darf nicht schwarz fahren und man darf seine Reichweite nicht irgendwie ausnutzen. So, ich würde sagen, es geht los und zwar jetzt. Wie du den rennt. Leute, es geht los. Ich werde einfach jetzt irgendwie erstmal probieren, Geld zu bekommen. Und ich habe keinen Plan, wie. Da sind doch die Ersten. Wir können spannend machen. Wir haben nämlich einen guten Plan. Ich glaube, die beiden Loser, die haben keine Ahnung, was sie tun. Fragen jetzt einmal in der Info nach, wie man denn am weitesten kommt mit möglichst wenig Geld. Ich bin sehr, sehr confident. Oh Gott. Okay, wir suchen eine andere Info. Wir haben das auch viel zu voll. Wir haben wirklich nur 2 Stunden Zeit. Das ist nicht viel. Wir müssen ja auch irgendwie noch Geld verdienen. Wird bestimmt nicht First Class schaffen, was wir vorhaben. Dann das Fahren braucht auch noch super lange. Ich wollte wissen, wie man am günstigsten möglichst weit kommt. Ohne das 9-Euro-Ticket. Okay. Ahrtal ist im Arsch wegen der Überflutung. Das heißt, du kannst im Endeffekt bis nach Gerolstein fahren, muss halt bis nach Kall fahren und dann mit dem Bus weiter. Und das kann ich alles mit diesem 11,90 Euro. Richtig. Wie heißt das? VLS-Preisstufe 5. Okay, also Gerolstein wäre das weitest. Da müsste man im Bus umsteigen. Ab genau, wo? Ab Kall. Super, dann danke ich mich. Sehr gerne. Das ist genau das, was ich wissen wollte. 11,90 Euro waren es, ne? Ja. Ich glaube, das ist machbar. Meine Strat ist jetzt, Leute anzusprechen, aber bestimmte Gruppen von Leuten. Das werdet ihr gleich sehen. Mein Plan ist es, nach Aachen zu fahren und von da aus irgendwie in die Niederlande, weil das dauert nicht lang, das ist direkt an der Grenze und ich denke, so weit kommt keiner. Das Problem, das Ticket kostet 17,19 Euro und deshalb werde ich jetzt nach Geld betteln. So, ich erzähle euch jetzt meinen Plan. Ich werde nicht Zug fahren. Ich hoffe, die anderen werden alle Zug fahren und daran scheitern. Ich habe so eine App gefunden. Dort gibt es so Mitfahrgelegenheiten. Man kann hier von Köln aus Leute finden, die einfach eh in irgendeine Richtung fahren. Und die nehmen einen dann für ziemlich billig mit. Ich suche jetzt irgendwen raus. Da muss ich noch irgendwo hinfahren, wo der dann eben sich aufhält. Und dann werde ich vielleicht mitgenommen. Ich kenne mich in Köln tatsächlich nicht so wirklich aus, auf was ich weiß. Dass wenn man da hochgeht, dass da die Rentnerhochburg ist, okay? Das ist auch genau die Leute, die ich ansprechen möchte. Und Rentner sind so großzügig und so gutherzig. Ich glaube, wenn ich ihnen erzähle, dass wir machen, dann geben die mir bestimmt 1-2 Euro mit. Okay, Rentner. Ich scanne, ich habe so einen Rentnerblick. Hallo, könnte ich mal was fragen? Bist du Deutsch? Ich kann nicht mehr. Kein Euro, nicht 50 Cent, gar nicht. Okay, scheiße. Könntest du 1 Euro geben oder 2, bitte. Das ist ja groß Prime. 10 Cent auch gut. Alles, was du hast. Was sind das? Oha. Nein, das ist cool. Bitte, Jungs, wir machen das gegen andere. Wir müssen weiterkommen als Sie. Was ist das? Der hat uns 3 Euro Wertbon gegeben. Was machen wir damit? Was ist das? Hohenbesteigung. Vielleicht können wir das verkaufen. Okay, wir haben 2,20 Euro. Das ist so ein Prime. Ich habe schon 2,51 Euro gerade bei den ersten bekommen. Ich habe aber nur noch eine halbe Stunde, dann fährt der Zug, den ich brauche. Okay, das Problem ist, hier sind sehr wenig junge Leute. Generell Leute anzusprechen und nach Geld zu fragen, das verlangt Mut, Junge. Und ältere Leute werden dann denken, yo, was ist das für ein Penner? Ich habe aber noch einen Notfallplan, dass falls wir nicht auf diese 17 Euro kommen sollten, werde ich mir einfach ein Kinderticket kaufen. Das kostet 8,90 Euro, I guess. Und ich denke, ich gehe schon als 14-Jähriger durch, oder? Hier am Rhein ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir junge Leute treffen. Aber es sind gerade sehr wenige hier. Okay, geil, Junge. Wir haben weitere 2 Euro bekommen. Ich wollte aber nicht direkt die Kamera drauf halten. Junge, bin ich außer Puste. Wir haben 4,51. Ich glaube, ich gehe auf das Kinderticket. Wir sind YouTuber und es geht darum, in 2 Stunden am weitesten weg von Köln zu kommen. Ich habe jetzt gerade gar keine Idee, ey. Leute, das ist ein guter Anfang. Oh, 2 Euro wichtig, Digga, geil. Ciao. Junge, wie kann das so schnell gehen? Ich habe jetzt schon 6 Euro. Haben Sie ein bisschen Geld für mich? Schade. Sprecht ihr Deutsch? Ja. Wir haben eine Frage. Könnt ihr mir 1 Euro geben? Wirklich, ist ja so cool von euch. Richtig korrekt. Falls ihr hier unbedingt auf den Domturm hoch wollt, das kann ich euch auch mitgeben. Alles. Ah, korrekt. Korrekt. Danke, danke. Das sieht so fake aus. Wow, oder? Bei dir haben 5, 6, 7, so ungefähr 8 Euro schon. Danke. Digga, das Pacing haben wir jetzt schon gewonnen. Wir sind wie lange drin? Steht bestimmt jetzt hier irgendwo oben rechts, oben links oder so. Abonniert mich übrigens. Danke. Ich geh jetzt mal wirklich am Rentner zu. Hallo? Wir machen gerade so ein Experiment. Könnt ihr uns 1 Euro oder 2 Euro oder so geben? Ich glaube, die anderen haben alle keine Ahnung. Wir gewinnen sowas drin. Danke. Guck mal, das Ticket kostet 3 Euro. Das kauft man, glaube ich, hier drin. Ich frage mal, ob die mir das zurückkaufen für 1 Euro oder ob ich das wieder zurückgeben kann. Hallo? Diese Tickets kann man bei Ihnen kaufen, oder? Also wissen Sie, ob ich das zurückgeben kann und dann Geld wieder bekomme? Nicht? Okay, weil ich habe es gerade geschenkt bekommen von jemandem, der braucht es nicht mehr. Ja, oder für 1 Euro oder so? Das geht auch nicht, wenn es 3 kostet. Mann, Entschuldigung. Wie sag mal bei dir denn? Wirklich, die müssen mal Spaß am Leben haben. Könnte ich was fragen? Okay, wir machen gerade eine Challenge gegen andere. Ey, wenn das geht, wäre schon super. Danke, 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 danke. Sehr nett, sehr nett. Leider nicht. Nein, nein. Obwohl. Hier, komm. Bitte. Danke. Wie viel fehlt uns noch? Frage ist, ob es überhaupt noch was fehlt. Wir haben 2, 4, 6, 8, 9, 9,50, 9,70, 9,90. Guter Penis, 2 Euro. Okay, die habe ich so falsch gerechnet, hä? Okay, die Jungs frage ich jetzt. Sorry, Jungs, sprecht ihr Deutsch? No. I'm making YouTube and TikTok. And you understand? Yeah.
So, do you have any little money for me so I can buy a ticket? You no, know? We have no cash. Ah, okay. Sehr English Skills, Junge. Ich habe mal eine Frage. Hast du eine Idee, wie ich ohne Geld zu haben schnell verreisen könnte? Hitchhiking oder willst du, also Daumen raus? Ja, das wäre eine Idee, ne? Also irgendwo in Deutschland die Autobahn anstelle und dann... Das könnte ich probieren, ne? Ist das legal? Klar. Ja. Entweder das oder ich überlege, also ich habe so eine App, aber ich weiß noch nicht, ob ich das nutze. Da kann man so Mitfahrgelegenheiten holen. Dafür brauche ich halt Geld, da müsste ich betteln. Ah, okay, das würde gehen, dass du dir Geld irgendwas verkaufst, ein T-Shirt verkaufst und dann kriegst du 10 Euro und dann kannst du damit weitermachen. Eine Strecke kostet hier meistens 5 Euro. Hast du 1 Euro? Ich habe eigentlich schon mehr Geld, 50 Cent, Alter. Wir machen Fortschritte, Leute, let's go, geil, nice. Sprichst du Deutsch? Ah, scheiße, Niederländer. Die hören sich immer anders, wenn die Deutsch sprechen, aber die sprechen Cap-Deutsch. Die Rentner-Strat ist es nicht bis jetzt, ich habe noch keinen Rentner ansprechen müssen. Hätte ich noch gemacht. Wir machen gerade eine Wette gegen zwei andere Leute. Keine 50 Cent? Nee. Den hier. Hallo? Hallo? Also 50 Cent oder so. Dann lassen wir dich weiter deine Musik hören. Kannst du erst anlassen? Ja, ja. Das wäre cool. Okay, danke. Ja, gut. Viel Spaß mit deiner Musik. Also, bist du Deutsch? Nein. Doch, bist du Deutsch? Ja, ich habe kein Geld, glaube ich. 50 Cent? Irgendwas? Das wäre sehr cool. Kein Drückkauf, ne? Kein Drückkauf. Nein. Wir fahren mit dem Zug. Schauen uns die Landschaft an. Oh, 1,50 wäre cool. Ja, oder? Hast du? Danke. Bitte, wirklich, okay. Danke. Let's go, ey. Wie lange sind wir drin? Wir haben 14:10 Uhr gestartet. 14:34 Uhr. Wir sind 24 Minuten drin. Nicht mal, aber das geht eigentlich voll. Geil, wir können rein durchziehen. Ich rufe jetzt einen Kollegen an, der hat mir die App empfohlen. Ich hoffe, der kann mir weiterhelfen. Christian? Was steht? Auf jeden Fall. Digga, ich habe ein Problem. Diese ganzen Fahrer, die sind... Da ist ja Arian. Da ist Arian, Junge. Oder der eine, der hat noch nicht die Fahrt angenommen. Ich guck gleich mal. Okay. 15 Uhr von Köln nach Gelsenkirchen, 5 Euro. Hier steht, Aachen ist in Frankreich. Nein. Boah, stell mal vor, ich verlasse das Land. Boah. Okay, Leute, ich buche jetzt Verena. Mach dich sofort auf den Weg dahin mit Boy. Hol den Boy und fahr zu der Adresse, ja? Okay, ich fahr los und ich gucke in 5 Minuten auf mein Handy. Schreib mir nochmal, ob es geklappt hat. Ja, mach ich. Hau rein, ciao. Ciao. Scheiße, das ist so stressig. Scheiße. Ich muss in 30 Minuten 8 Kilometer fahren. Ich habe keinen Plan, ob das mit dem Boy möglich ist. Ich habe nachgezählt, ich habe gerade 8,40 Euro ungefähr. Das heißt, ich kann jetzt für 3,40 mit dem E-Scooter fahren. Scheiße, das wird knapp. Wie perfekt liegen diese 2 Euro hier? Ich habe gerade also noch ein paar mehr Leute nach Geld gefragt. Wir sind jetzt bei 9,31 Euro. Das heißt, wir können uns das Kinderticket holen. Und das machen wir jetzt, weil der Zug kommt. Junge, wie pünktlich war das denn? Der Zug kommt einfach jetzt. Okay. Ticket ist noch nicht gebucht. Mache ich jetzt im Zug. Ach du Scheiße. Wir haben das Geld mittlerweile zusammen. Wir würden das teuer S-Ticket 5 kaufen. Wissen nämlich wie. Alter, was mache ich jetzt hier? Entweder kaufe ich Kinokarten, Flugticket oder was mache ich jetzt? Das ist richtig. Ey, wir würden das VRS Stufe 5 Ticket kaufen. Aber finde ich lustig. Kaufen es noch Leute, wenn es ein 9 Euro Ticket gibt? Echt? Gibt es da wieder Leute? Ja, dann muss ich hier einmal gucken. 2, 4, 11 Euro und 90. Das dürfte exakt passen hier. Super. Danke. Okay, damit ziehen wir jetzt einfach durch. Cool. Aber wie kommen wir nach Karl? Boah, das ist weit. Das ist eine Stunde mit Zug. Dann müssen wir mit der RB 24 kommen, 46 kommen in 3 Minuten. Das schauen. 46. Die kommen 47 und da gleich 7. Wieso kommen die gleich 7? Scheiße. Oh mein Gott, wir müssen es probieren. Das kriegen wir hin. Das haben wir, glaube ich. Was ist das? Das fährt gerade durch. Das war die noch nicht. Das war die RB 48. Guck mal, die kommen gleich. 46. Geil. Da müsste noch kommen. Ja, der kommt. Geil. Die Hälfte der Zeit ist um und ich muss jetzt genau 6 Kilometer mit dem Roller fahren. Einfach geradeaus und habe noch eine halbe Stunde. Ich hoffe, das schaffe ich, sonst fahren die ohne mich weg. Noch 3 Kilometer und in 14 Minuten muss ich da sein. Leute, ich habe es tatsächlich geschafft. Alter, was? Ich habe mich so konzentriert. Da ist die Tanke. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, die sind da. Hallo. Soll ich hinten oder vorne einsteigen? Dankeschön. Ich komme ja aus Berlin jetzt. Ja. Ne? Und dass jetzt hier noch einer bucht, also das ist mir noch spontan, nie passiert. Ja. Okay, ich habe einen Platz bekommen. Das war der schwierigste Part. Erst geschafft, aber ich fahre halt mit dem Kinderticket. Also wenn ich erwischt werde, dann bin ich raus. Ticket ist gekauft. So, ich hole mir jetzt hier noch so E-Scooter-Freefahrten. So, easy. 2 Freifahrten für 20 Minuten, nur weil ich einen neuen Account erstellt habe. Und damit kommen wir an die Grenze. Müsli-Riegel sind es einfach. Wenn ihr Müsli-Riegel auch so feiert, schreibt mir Müsli-Riegel in die Kommentare. Wir haben Verspätung. Das heißt, es wird umso knapper gleich, weil wir haben nur noch 45 Minuten. Fuck. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Vom Hauptbahnhof bis nach Kall sind 52 oder 53 Kilometer schon. Niemals haben die anderen mehr. Niemals easy. Wir haben jetzt schon gewonnen.
guck dich mal an, wie weit wir jetzt hier gefahren sind. Also ich meine, guck mal, das ist Bonn und Bonn ist schon ein bisschen weit weg. Wir sind tatsächlich fast an der Belgien-Grenze. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Wie schön. Guck das mal an, das sind einfach Berge. Das sind einfach wie Köln, wirklich flachste, was ich kenne in Deutschland. Digga, hier sind einfach Berge, wie weit sind wir? Weil wir noch ein bisschen Zeit haben, haben wir uns dazu entschieden, uns jetzt mal das wunderschöne Kall anzuschauen. Mal zu fragen, die Leute, was hier denn so die Highlights sind. Und mal hier unten. Hier geht's ja schon los. Oh Gott, die singen gleich. Wollen wir mitsingen? Willst du? Nein. Die kennen sich doch bestimmt in der Stadt hier aus, oder? Ja. Weil wir sind tatsächlich das erste Mal hier. Wollen wir mal fragen, gibt es irgendwelche Highlights, die man unbedingt sehen muss? Irgendwas? Also heute gibt es hier einen Gedenktag halt, ja, weil wir vor einem Jahr eine Flut hatten. Also achso, da das weiß ich so ein ja. Bisschen Event und ansonsten direkt in Kall gibt es also Highlights gibt es nicht. Wie viele Einwohner hat die Stadt? 3000. Ja. Entschuldigung, wir sind das erste Mal gerade hier in der Stadt. Gibt es irgendwas Besonderes, was man hier sehen muss oder so? Okay. Hallo? Hallo? Kennen Sie sich hier in der Stadt aus? Nee, leider nicht. Ich bin nicht so. Hier. Aber wissen Sie, ob es hier irgendeine Attraktion gibt oder irgendwas Tolles? Nicht? Okay. Okay, eine Sache, die wirklich krass hierbei ist. Guck ich mal das Kennzeichen an. EU einfach. Aber je, wirklich jeder. Guck mal dahinter, irgendwie da vorne, das ist auch krass. Die haben einfach EU als Kennzeichen. Okay, das ist cool. Habe ich gesagt, es kann nichts schief gehen. Ich bin jetzt am Bahnhof, aber mit 10 Minuten Verspätung. Wir haben noch 17 Minuten. Ich werde es nie im Leben jetzt an die Grenze schaffen. Scooter scannen. Okay, ja, bla 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 bla. Ihr müsst los, halt die Fresse. Okay, abgestellt. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt in Aachen bin. Ich bin einfach nur Richtung Grenze gefahren. Einfach in den Westen. Och man, es fuckt mich so ab. Ich wollte unbedingt in die Niederlande, Junge. Hätten wir die Verspätung nicht gehabt. Ich meine, schaut euch an. Zur Grenze ist es wirklich ein paar Kilometer nur. Ich hätte es gepackt. Tschüss. Okay. Vorbei. Digga, ich habe zwei obere Hälften. Was ist das denn? Ich auch. Wie komisch. Okay, so, komm. So, und jetzt? Digga, richtiges Rentnerfoto. Okay, warte. Freunde, in der Zeit, wo wir hier noch chillen auf die anderen warten, könnt ihr mal gerne ein Like und ein Abo da lassen. Die Sache ist nämlich, ein super viele von euch haben noch nicht abonniert. Ungefähr 60%. Und das Gute ist, neben den Kommentaren sehe ich immer, wie lange ihr abonniert habt, wenn ihr mich über Abos veröffentlicht habt. Wenn ihr mich jetzt schon abonniert, könnt ihr vielleicht mal in ein paar Jahren flexen. Deswegen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Lasst ein Abo da. Mister, sieht prime aus. Ich bin jetzt draußen, es ist 10 Minuten nach der Challenge und ich bin einfach in fucking Belgien, Digga. Ich bin einfach in Belgien. Ich habe keinen Plan, wie ich jetzt hier wegkommen soll. Ich werde jetzt irgendwie Richtung Aachen fahren, das ist in der Nähe von Belgien, und da irgendwie Richtung Bahnhof kommen und dann irgendwie wieder nach Hause kommen heute. Digga. Meine Flat hat mir geschrieben, willkommen in Belgien. Okay, Jungs, die Zeit ist vorbei. Wir werden jetzt die anderen mal FaceTime und die mal fragen, wie weit die gekommen sind. Es ist finally vorbei. Wir haben einfach 59 Kilometer und 500 Meter. Noel, mein Bester, wo bist du? Okay, du bist erst mit E-Scooter gefahren? Nee, das war danach. Achso, okay. Aber würdest du sagen, du bist weit gekommen? Willst du mal erzählen, was du gemacht hast, wie du gefahren bist? Also ich habe eigentlich nur die Bahn und den E-Scooter benutzt. Okay, und willst du uns jetzt sagen, wo du bist? Ich bin in Aachen. In Aachen? In Aachen, an der Grenze zur Niederlande. Das sind 65,7. Was? Wie hast du das geschafft, hä? Ich habe mir ein Kinderticket für 8 Euro irgendwas geholt. Ich habe 9 Euro. Stimmt. Das hat er erzählt. Du wolltest nämlich als 14 durchgehen, ne? Ja, ich habe mir ein Kinderticket geholt. Er sieht ja auch aus wie 14. Oh mein Gott, das ist so smart. Wir haben nämlich 60 Kilometer geschafft. Ja, 5 Kilometer mehr. Junge, jetzt bin ich gespannt, was Adrian geschafft. Ich bin auch sehr gespannt, was Adrian geschafft hat. Schauen wir uns das an. Digga, 5, ich fass es nicht. Adrian hat ein Video geschickt. Keine Ahnung, ob das geht oder ob ich überhaupt WLAN habe, weil ich habe keinen Plan, wie diese Verbindungen sind mit meiner Flat, weil ich in fucking Belgien bin. Wie? Was für Scheiße. Okay, wir rufen den jetzt an. Wir probieren es mal. Hey, wir sind in Kall, das ist viel cooler. Wir will nach Belgien. Okay, wir rufen ihn jetzt mal an. Mal schauen, ey, wenn der wirklich in Belgien ist, dann klappt doch. Was geht? Es scheint ja zu funktionieren mit der Verbindung. Ja, perfekt. Erzähl uns, wie viele Kilometer du weg bist. Von den Luftkilometern her 57 Kilometer. 57? Aber also, wir hatten ungefähr 50, du hast 57. Noel hat 55, du hast gewonnen. Wie hast du das geschafft? Wir haben alle gedacht, dass du verlierst. Du hast mich vorhin noch gefragt, was eine Regio ist, Bro. Und auf einmal gewinnst du. Ich bin mit so einer App, mit BlaBlaCar heißt das, ja, einfach so bei einer Mitfahrgelegenheit mitgefahren nach Belgien. Oh mein Gott, das hätten wir auch machen können. Das ist smart gewesen. Dafür hast du nichts bezahlt, oder was? 5 Euro. Von Köln okay bis Belgien für 5 Euro gefahren. Also. Ja, ich musste aber leider auch Bolt fahren. Also E-Scooter musste ich 8 Kilometer fahren. Aber Bolt hast du auch von deinem eingenommenen Geld bezahlt, ne? Ja. Ja? Stark. Klar. Ey, krass. Gut. Klar. Ciao. Weißt du was? Abonnier mich einfach. Ich hab keinen. Nee, ich suche mal einen neuen Job. Nein, nee, nie wieder mache ich so einen Scheiß. Weißt du, scheiß auf euch.